Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015, weiter mit Klaus natürlich. Jawohl. Und wir spielen Südhämmern Finale für Let's Player. Und der Jan ist nicht da. Wir glauben, dass der am Hayabubu machen ist. Ich glaube, der steht da in dem Fresswagen drin, hier bei den Hühnern. Wir gerade vorbeigefahren sind. Der alte Fresssack haut sich erstmal wieder die Chicken Wings rein. Ja. Uns sagt er nicht Bescheid. Und uns sagt er nicht Bescheid. Das ist wieder Janni. So, den Hänger habe ich. Gas und Spaß, komm. Aber man muss auch ganz ehrlich sein, wir haben ja auch so eine ausgiebige Map für Let's Play, für die private Map, die wir spielen. Wo Guy gespielt und der böse Klaus. Böser Klaus heißt eigentlich gar nicht, ich glaube Mark Böse, ne? Heißt er. Oder so. Ja, irgendwie so. Und mit Klaus und mit Jan und meiner Wenigkeit. Also da spielen wir manchmal mit 5 Leuten. Wenn wir denn alle Zeit haben. Und das geht dann schon derbe ab. Und das ist noch ausgiebiger wie hier. Da musst du noch viel, viel mehr beachten. Mit der Lagerlogistik und so, Mister. Genau. Und das geht schon richtig derbe an der Sache. Aber damit seid ihr auch noch gar nicht angefangen, ne? Nö. Ja, weil Jan letztes Mal sagte, wir sind fast fertig. Ja, der mich auch. Deswegen also, ja. Was wir auf jeden Fall mal machen müssen, ist, wenn wir Zeit haben, hier die Wege ein bisschen krass schneiden, Alter. Das sieht ja aus hier. Ne, müssen wir mal gucken, dass wir so ähnlich wie so einen Mulcher kriegen oder sowas. Gibt es sowas für LS? Normalerweise schon. So ein Mulcher wäre geil. Ja, wo wir also allgemein die Rände mit sauber machen könnten, weil manche Ecken, ja, klar. Manche Ecken sehen schon ganz schön scheiße aus. Mhm. Jetzt fahren wir mal zum Kuhstall. Mit dem Hänger schon mal. Nee, den wollten wir ja gar nicht für Kühe nehmen. Für Kuhmist. Da sollte Schweinefutter rein. Außerdem, hier ist doch das Förderband für Mist bei dem Kuhstall. Ja, da ist auch null. Da ist null drin. Ja, und wo ist die Mistkacke drin? Hier. Direkt im Stall oder was? Ach, ja, daneben. Hier neben, ja. Warum geht das denn dahin? Ja, frag mich nicht. Betreffe ich ja auch nicht. Ja, Klaus, keine Ahnung. Ich gerade auch nicht. Muss ich mit dem Kopf schütteln gerade so ein bisschen. So, ich werde den Hänger jetzt gleich so einigermaßen vernünftig hinstellen. Weil, vielleicht können wir den nämlich mit dem New Holland auch hochdrücken. Könnte man nämlich gleich probieren. Ja, der Teleskoplader kriegst du an den rein, ja. Ja, wäre doch geil. Ich glaube, du musst die Wasserfässer an der Seite von dir stehen im Weg. Warum? Dass du mehr Platz zum Laden hast. Nö, ich glaube, das geht schon, Klaus. Du weißt doch, ich stehe auf eng. Mhm. Upsa. Siehst du? Upsa. Siehst du? Ich fahre Autoscooter. Und ja, man sieht's, geht schon los. Was kam denn aus dieser Scheißmaschine da an der Seite raus? Kompost auch? Ja, Kompost. Ja, ist ja auch geil. Produzieren wir gleich zweimal. Ja. Haben wir auch schon, was? 16.000 haben wir schon. LOL! Und Kompost. Geht? Jawohl. Ja. Super, und der Platz reicht auch. Für diese Guckerei hier ist das doch vollkommen okay. Alter, wie viel ist da schon drinne? Eine Schaufel noch 5.166 sind da drin. Ja, wir haben also 9.000, 15.000 sind es dann. Ja. Und 16.000 Kartoffeln sind da drinne. Ist okay, oder? Mhm. Wird auf jeden Fall. Oh, dritte Palette schon fertig. Gleich. Ja, das kann ich gleich auch schon wieder wegdrücken. Ja.
Aber ich bin mal gespannt, was Maximum ist. Deswegen, ich werde diesmal mal durchlaufen. Oh, scheiße, hier ist die Kante immer noch. Hier, guck mal. Ja, ich sehe es. Na, die hätte ein bisschen... Keine Ahnung. Ich will jetzt nicht... Hätte. Wäre ein Punkt, den man noch verbessern könnte. So. Ja. Aber muss er nicht. Weil der baut geile Maps. Der baut mega geile Maps, der Typ. Und er weiß, was er tut. Und das, man muss immer sagen, er ist alleine. So, jetzt probieren wir das mal mit dem Fahrzeug. Normalerweise müsste das gehen. Ja. Jawohl. Ich stelle mich mal im Apparello drin. Oh, füllt sich. Wie viel ist drin? 42%, 11.886. 42% nur? Ja. Ich krieg den Rest nicht rein. Da passt ordentlich was rein. Ah, jetzt geht's. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er leer. Ja, mehr haben wir nicht. Ja, 45% haben wir drin. Ja, und jetzt könnte ich... Jetzt bräuchten wir... Jetzt komme ich mit der Schaufel und fahre zu dir da hinten. Ja. Und da muss ich lang. Oh, Leck. Ich glaube, das war das Speicherleck. Ja, bei mir gar nicht. Ne? Oder war es bei mir? Dann war es bei mir. Aber du bist gelaufen, ne? Ja. Ja, da merkt man das ja nicht so, Klaus. Ja, das kann sein. Ja, war auch noch Silage ohne Ende, ne? Ja. Aber das ist das. Das ist ja das, was wir jetzt selbst festgestellt haben. Wir haben sehr viel Material. Aber wir verlassen uns einfach zu viel auf diese scheiß Angebote. Ich muss mir den jetzt erstmal richtig einstellen. Ich glaube, so müsste das okay sein. So ja, lange. So ungefähr. Ja. Jawohl. So ist das genau richtig. Wir verlassen uns zu sehr auf die Angebote. Und bei der nächsten Map, das werden wir euch auch versprechen, wird es das nicht wieder geben. Klar, wenn man genug Geld hat oder zum Beispiel so wie wir jetzt hier die Windräder und man kriegt konstant Einnahmen, ist das okay. Ja, dann ist das alles ganz okay. Aber der Rest, nee. Klaus, macht der jetzt eigentlich das Schweinefutter schon? Ich meine ja. Der fängt nämlich nicht an zu arbeiten. Der hat da vorhin schon was hätte was haben müssen schon. Ich geh mal gerade Luki machen. Weil ich hatte ja auch schon Kartoffeln reingekippt vorhin. Oder müssen wir jetzt einen Hänger da drunter stellen? Normalerweise nicht. Ich will mal grad gucken. Am Arbeiten ist er, man hört's. Okay. Ne, der hat ein Lager, hat er drin, der hat 9%, 3000 hat er fertig. Okay. Ja, weil eigentlich müsste das ja ziemlich schnell gehen. Nur das am Rödeln drin. Ja, bei dir wäre das jetzt eine Ladung, glaube ich. Dann ist der Misthaufen leer, ne? Nee, zwei. Okay. 91.000 waren drin. Aber dann hätte ich gesagt, ich mache dich jetzt einmal voll und dann fährst du mit deinem Fahrzeug unter die Schweinefutter und bringst schon mal die erste Fuhre dann weg. Mhm. Weißt du, weil die Kompostmaschine muss ja auch erstmal die Scheiße dann verarbeiten. Naja, klar. Das geht eigentlich voll. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen Gewächshäuser bringen. Genau. Ja, das kannst du dann ja mit der zweiten Fuhre machen. Fährst du mit dem Hänger daran? Ach, mit dem Hänger geht das auch? Denke ich. Weil sonst hatten wir ja immer mit dem Frontlader reingekippt. Warum soll es nicht funktionieren? Vielleicht funktioniert es sogar damit besser, wie mit dem Frontlader. Ich teste gleich mal. Bei der nächsten Fuhre. Aber ich bin ja schon halb voll. Oh. Ja, das geht schnell. Also das Aufladen geht jetzt gerade mega schnell. Ja. Ja, da brauchen wir keine Mammutschaufel, die 5000 kann und backt rum wie so ein Blödmann. Also euch die Mammutschaufel, Leute, die kann ich euch nicht empfehlen. Achtet mal auf die Logdateien. Hm. Jo, geil ist sie. Kann Kunstdünger, all möglichen Mist kann ich laden, aber wenn die Fehler nicht hätte. Genau, aber du musst jetzt überlegen, wir haben jetzt Multifrucht drauf, können wir jetzt auch alles.
Ja, also wenn ihr Probleme habt, was zu laden etc., macht euch den Mod Multifrucht 3.0 drauf. Was für diese Map zum Beispiel auch empfohlen wird. Aber für manche andere Maps wird das halt nicht empfohlen. Ihr habt Probleme, weil ihr irgendwas nicht verladen könnt oder möchtet keine neuen Mods drauf machen. Holt euch Multifrucht. Macht den drauf auf den Server oder bei euch auf der Privatwelt. Manche Maps können es nicht leiden. Multifrucht, aber wir haben bis jetzt keine gehabt. Es könnte sein, dass man ein bisschen weniger Frames hat, ja. Aber eigentlich nichts, was stört. Drücken wir es mal so aus. Also wir finden es besser, als jetzt für jedes Gegenstand eine extra Sache sich zu kaufen. Genau, ist auch unrealistischer. Weil Mist kann ich auf alle Hänger laden. Ja. Ich weiß nicht, warum es da extra eine Zuordnung für gibt. Oder ich kann in jede Schaufel Kacke reinmachen. Genau wie Kartoffeln. Ich weiß, jetzt sagen viele, Kevin, das Spiel ist original. Ich weiß, da gibt es das nicht. Und deswegen gibt es ja den Multifrucht. Ja? Ihr könnt ja nicht mit der Schaufel dann einen Rundballen verladen als Beispiel. Das geht nicht. Also, solche Sachen entstehen dadurch nicht. Du musst vielleicht mal den Kompost aus der Waschmaschine nehmen, ne? Für was? Der ist, glaube ich, bald voll. Bei der Kartoffelwaschmaschine. Okay. Kompost, das Kompostlager. Oh, ey, da war nie los. Hier ist Parkarmee. Ja, Träger bremst für den Arsch. Ich würde mal sagen, das liegt an dem großen Hänger. Ja, 4 Kisten, Klaus, und dann ist gleich Ende. Ja. Ja, wir gehen mal gerade gucken, wie weit er da ist. Macht gerade richtig Laune. Und dafür, dass wir so lange nicht gespielt haben? Kompost 55%, erst bei 22.000, Klaus. Bin ich mal gespannt, ob du da alles reinkriegst, Alter. Boah, schon. Oh, nee. Oder? Ja. Oh, doch. 46% erst drin. Sehr geil. Aber Klaus. Ja. Wir werden jetzt erst was anderes machen. Warte. Du stellst dich so hin, dass ich den Kompost auch bei dir draufladen kann. Und dann kannst du den nämlich schon zu den Maschinen bringen. Wir Blödmänner. Zu den Obstfabrik bringt, dann läuft ja schon mal eine. Ach stimmt, jo. Warum warten? Ja. Ist ja jetzt eigentlich Bullshit, was wir beide jetzt uns gerade hergekriegt haben. Da wird gerade produziert. Genau, da wird ja gerade produziert, bis der Arzt kommt. Ja, wir haben doch schon einen halben Hänger voll. Genau. Jawohl. Ja, da wird produziert, bis der Arzt kommt und wir beide gehen bei und machen uns Gedanken, wie lange die Kompostmaschine braucht. Oh, ich kann. Die Kamera spackt gerade wieder. Alter, was es hier für Geräuschpegel ist, ne? In ja. Diesem Bereich hier. Schweinefutter haben wir 8000 schon mal fertig. Klaus? Kannst du bitte mal gucken, ob er hier Wasser braucht? Die Futtermaschine. Achso, ja, hier unser Kochpot hier. Genau. Kochpot hat noch 84, 25.000. Okay. Was sagt die Waschmaschine hat? 65% noch, also 13.000. Alles noch im Roger. Aber nur noch 700 Liter Diesel. Ja, das geht aber schneller. Ja. Also 8 Paletten. 300 Liter. Oh, ist ganz schön viel. Ah, 4 Paletten, siehst du? Jetzt ist sie voll. Ja, jetzt steht sie. Aber macht jetzt erstmal nichts. Hier kann man sich schon alleine für mit 2 Mann aufhalten. Ja. Finde ich aber geil. Und ich finde auch, gut, wir haben am Anfang gesagt, hier ist ein bisschen wenig Platz. Nein, wenn du das ein bisschen
koordinierst und hier ein bisschen dich was vernünftig hinstellst, ist hier nicht zu wenig Platz. Mhm. Ja, weil du musst überlegen, Klaus, hier stehen jetzt gerade 3 Hängers. Na klar. Ein Hänger für Benzin, also 3 Hängers, 2 Güllefässer und 1 für Benzin. Und ich kann hier mich locker, flockig immer hin und her bewegen. Mhm. Klar, der Gabelstapler wäre hier noch geil. Wie in der auf der anderen Map. Ja. Ich glaube, ein bisschen ist da noch, ne? Ja, ich glaube, ja. Ja. Jetzt. Oh, scheiße. Jetzt habe ich. Kennst du noch Fließband? Ja. Komm ich raus. Na so. Ein bisschen mit Gewalt. Ja, jetzt habe ich alles raus. Wo muss ich denn jetzt nochmal hin? Na, ganz nach oben, ja, Klaus. Ganz oben. Ja, wenn du da bist, sagst du Bescheid, dann können wir den Leuten das nochmal zeigen, wie das funktioniert. Ja, klar. Nur mal unter Kompostmaschine mal drunter fahren, vielleicht kriegt er auch schon was raus. Ja, warum nicht? Die arbeitet ja eigentlich ziemlich schnell. Drin ist schon was. Ach, die Schaufel steht da jetzt zu weit vor, okay. Schaufel wird als Gegenstand erkannt, dass die Türen aufgehen, okay. What the fuck, arbeitet die schnell? Warum? Ich hab mal da eben 30 Tonnen rausgekriegt. Länger als 80% jetzt. Okay, Hauptsache wir kriegen ihn leer. Ja gut, wenn ich auch mal Lager hier. Nee, ich meine, ja gut, dann musst du mit dem vollen Hänger halt wieder zurückgurken, ne? Ja. Jetzt bin ich gespannt, jetzt nehme ich eine Palette weg. Ob er jetzt gleich... Nachschieben tut, ne? Ne, nachschieben tut, genau. Draus machen hier. Ja, er schiebt nach. Wunderschön. Absolut genial. Alles funktioniert, was er gemacht hat. Dass die Kartoffeln jetzt, dass die Schweine wechseln, das regt mich auch jetzt gar nicht so dermaßen auf. Weil er hat genau das gemacht, was wir uns erwünscht haben, wie das mit diesem Band. Bei der Kartoffelwaschanlage und all sowas, Klaus. Genau. Und wieder neue Sachen, wie die Obstdingens oben und die Legebatterie für die Hühner. Wie müssen wir denn da hinfahren? Müssen wir da lang? Nicht bei der BGA langfahren. Naja, sehe ich jetzt gerade auch. Weil dann geht's dir so wie mir vorhin. Oh ja, dann kommen wir nicht durchs Tor durch. Genau. So, ich habe alle Paletten wieder reingekippt, die da waren. Komplette 4 Stück. Und die gewaschenen Kartoffeln sind jetzt voll. War 97%. Und schon wieder 9000 drin im Lager, ne? Also das geht hier ganz schön an die Bresche. Ja, die Folge wird ein bisschen länger, Leute. Ihr habt schon gemerkt, die letzte war auch schon länger. Da wir hier auch ziemlich viel zeigen und ich will das oben unbedingt mit der Obstfabrik auf jeden Fall noch zeigen für euch. Ja, ja klar. Ich und Klaus, wir machen uns da nicht so die großen Gedanken heute drum. Ja. Machen wir uns eigentlich nie. Gar keiner von uns dreien eigentlich. Wenn es an uns gehen würde, würden wir manchmal 50 Folgen aufnehmen. Ja. Nur bei 4K-Videos fängt dann ruckelizuck. Das Teil an rumzuspacken. Also meine Festplatten, besser gesagt. Die Schreine haben voll, voll, voll. Ja.
Ich hab's Lager jetzt auch schon wieder leer gefahren. Oh, scheiße. Jetzt bei irgendwie backen heute meine Spiegel im Trecker rum. Gehen immer an, aus. Ja. Ja, das habe ich auch ständig. Keine Ahnung warum. Habe ich auch manchmal. Heute bin ich fast so weit gefahren. Ja, Daniel, wenn du da bist, sag Bescheid, ne? Ja, ich bin da. Ja, dann musst du mich einstellen. Also ich fahr da eben auf hoch erstmal rauf. Ja, fahr da erstmal rauf. Dann kann ich auch gerade nochmal hochfahren, die Kartoffeln reinkippen. Wo ich überhaupt Kompost reinkippen muss. Ja. Lass mich einsteigen? Ja, einsteigen kannst du. Ich laufe hier gerade rum. Und gerade noch nicht klar, wo ich das hinkippen muss. Ich finde gerade dein Treppen. Wo? Klaus. Ja, genau. Das geht, so geht's mir gerade auch. Geht das hier rein? Ja. Hier kommt das rein, Klaus. Guck mal hier die Erde an. Hier kommt das rein. Guck mal den Boden an. Ja, und da genauso. Alle beide müssen wir also halb. Kipp in ein, alles rein. Ich will wissen, wie viel da reingeht, Klaus. Ja. Weißt du, wir produzieren ja. Wenn du gleich wieder unten bist, dann gibt's ohne Ende. Nimmst du Pflaumen? Ich kann schon abkippen. Ja, für... Was kippst du jetzt rein? Voll. Ist voll, was hast du noch drin? 80% hatte ich, jetzt habe ich noch 25, also 54%. Ja gut, das ist okay. Mach ich den anderen nochmal rein? Ich kann jetzt mir das auch angucken, wie viel da drin ist. Die Maschinen waren hier dafür. Auch voll. Also du hast 5, Kompost gehen 12.007 rein. Aha. Und den anderen 12.065. So, jetzt haben wir Produktion. Pflaumen und Kompost. Aber wo wird das jetzt hingebracht, Klaus? Weiß nicht, die müssen wir hier wahrscheinlich rausholen hier. Weil hier auch die Fließbänder stehen. Wo? Hier. Hier. Stimmt, hier werden gleich Paletten gepackt. Stimmt. Du hast recht, warst schon hier oben? Habe ich von den Leuten schon gezeigt. Hier, ja, ich habe jetzt eine Bude hier oben. Dreh dich um. Hier oben ist eine Leiter. Ach da hoch bist du. Hallo, lauf hier, doch. Hier ist jetzt mein Zimmer. Ja. Wenn mir kalt wird, mache ich Paletten an. Hier unten steht schon die erste. Ja, jo, fängt an. Okay. Aber Klaus, jetzt haben wir trotzdem wieder ein Problem. Was? Wir brauchen... Irgendwie einen Gabelstapler mal. Ja, ja, das könnten wir auch hier mit dem Dingens machen. Da müssten wir uns dann halt für hier oben auch so ein Teil kaufen. Das ist alles okay. Ja, aber wie verladen wir das Ding? Wir brauchen einen Hänger dafür. Ich kann doch nicht mit jeder Palette einzeln losfahren, Klaus. Da wirst du ja blöde bei. So ähnlich wie so ein Tieflader haben oder sowas. Genau, aber der so eine Funktion... Ja gut, wir könnten auch den Stapler nehmen, ne? Wir haben ja einen Stapler. Ja, aber den kannst du nicht aufladen. Ne? Ach ja, wir können wir ja nicht aufladen. Ja. Und weil wir ja keine Ladestation haben. Ja, stimmt ja. Ja, der Fortuna, die Fortuna haben leider sowas nicht. Damit bei. Nee. Ja, da müssen wir uns da mal schau machen, Klaus, würde ich sagen. Ja, klar, dass wir eben wieder so einen Hänger für kriegen. Genau. Ja, das hier ist für... Das hier sind die Pflaumen. Ja. Oh, ich hier auch schon eine Palette. Und hier hinten sind die Kirschen. Aber zwei Kisten schon drauf. Das geht eigentlich auch ziemlich schnell, wenn man jetzt draußen gucken geht. Aber die Texturen in der Kiste sehen aber auch geil aus. Ja, das sieht alles cool aus. Also wir haben jetzt 3% schon. Oh. Und 2% Kompost schon weg. Bei dem anderen schon 1%. Oh. Klaus, das geht echt schnell. Ja. Oh. Das ist nicht mit zu spaßen. Also da wären wir wohl... Aber du bist leer, genau, ne? So müssen wir ja auch gucken. Was? Ich bin nicht leer. Oh, okay. Ja gut, wir stellen ja trotzdem Kompost her fürs Lager. Du kannst jetzt auf jeden Fall bei beiden nochmal was reinkippen. Ja. Und dann... Was? Ja. Okay.
kippen wir es oben ins Lager rein. Kippen wir es oben ins Lager, ist ja jetzt scheißegal. Das spielt ja absolut keine Rolle. Ja. Was einfach wichtig ist, dass wir... mit dem ganzen Kram einigermaßen vorankommen jetzt. Ja, ja, klar. Aber geht doch... Ja gut, jetzt musst du gleich hierher kommen und die erste Tiernahrung aufladen, ne? Ja. Wir haben jetzt 17.482 Schweinefutter schon. Weizen und Gerste müssen wir bald nachfüllen. Und gedämpfte Kartoffeln ist auch gleich schon wieder... Wo sind die ganzen Kartoffeln hin? Das ist doch Buggy, Alter. Was? Angeblich haben wir jetzt nur noch 3.974 Kartoffeln. Ich habe gerade 9.000 reingekippt. War das schon wieder leer? Vorhin? Normal nicht. Kriegt man so wenig Kartoffeln raus? Ja, weil das Entladen auf dem falschen Punkt ist. Okay, wir werden die mal leer fahren lassen und dann werden wir kontrollieren, Klaus, ob das dann funktioniert. Ja, klar. Wir sagen auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei Landwirtschaftssimulator 2015. Wir hören uns morgen in alter Frische wieder. Bis denn, ey. Tschüss.